Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Es ist schon eine ganze Zeit lang her, dass ich ein Video gemacht habe über eine Uhr, die es nicht mehr neu zu kaufen gibt, nur noch auf dem Gebrauchtmarkt und das gegebenenfalls sogar mit viel Sucherei. Die Sinn U200 ist eine Uhr, die aus vielen Rahmen fällt und trotzdem eine ganz, ganz typische Sinn-Uhr ist. Mit nur 37 mm Durchmesser, extrem klein und trotzdem 2000 Meter Tauchtiefe, finde ich super beeindruckend. Natürlich ist diese Größe nichts für jedermanns Arm, aber für Frauen und kleine Männerarme ist das wirklich eine super tolle Uhr. Und ich hatte die Gelegenheit, eine solche im Video festzuhalten und werde dir das in diesem Video im Detail zeigen. Mit 37 mm im Durchmesser offenbart die U200 von Sinn ihre wirklichen Stärken noch nicht auf den ersten Blick. Allerdings lässt ihre Bauhöhe von 14,5 mm schon erahnen, zu was die Uhr in der Tat fähig ist. Auf der Frontseite haben wir ein massives Saphirglas verbaut und die Anstoßbreite beträgt 18 mm, sehr ungewöhnlich für Sinn. Diese Uhr ist ob ihrer Maße, sowohl was den Durchmesser betrifft, als auch den Bandanstoß, eine untypische Sinn, aber im Sinne dessen, was sie leisten kann, ist es eine absolut typische Sinnuhr. Lassen wir uns einmal die Fähigkeiten dieser Uhr etwas näher im Detail anschauen. Zum einen hat die Uhr, wie die allermeisten U-Modelle oder eigentlich alle U-Modelle, glaube ich sogar, den Drehring tegimentiert, sodass er gehärtet ist und nicht so schnell verkratzen kann. Darüber hinaus hat die Uhr, wie ihr hier an der Kapsel erkennen könnt, die AR-Trockenhaltetechnik verbaut, sowie die Temperaturresistenztechnologie, was eine Funktionssicherheit in extremen Temperaturbreiten erlaubt. Was ich angesichts der Maße der Uhr extrem beeindruckend finde, ist die Tauchtiefe von 2000 Metern. Es sind also als Namensschriftzug U200 angegeben. Üblicherweise sind die Sinn-U-Bezeichnungen, Tiefenbezeichnungen U1 1000 Meter, U2 2000 Meter, UX de facto unlimitiert mit 5 bzw. 12.000 Meter Tauchtiefe. Insofern fällt die Bezeichnung U200 etwas aus dem Rahmen, so wie auch die neue Modellreihe der U50 Modelle. Ja, die Uhr ist, wenn man die reinen Daten anschaut, eigentlich unförmig mit 37 mm und 14,5 mm Bauhöhe. Allerdings fällt die Lünette etwas ab, sodass die Bauhöhe zum Rand hin geringer wird. Der Boden ist wie bei der U1 auch leicht gewölbt, kann sich also ein klein wenig in den Arm drücken, sodass die Höhe geschickt kaschiert wird. Schauen wir uns die Uhr doch einfach einmal an meinem 17 cm Handgelenk an. So, dafür nehme ich meine Guinan Flight Engineer ab. Und jetzt wird es sportlich, denn das ist ein sehr, sehr kurzes Armband. Aber ich kriege es gerade eben drüber, nur nicht zu. Ja, auch an meinem Arm sieht die Uhr ganz gut aus. Vielleicht kriege ich einen Bügel zu. Ja, so hält sie dann auch. Man sieht natürlich, dass die Uhr etwas höher aufsteht, aber nicht mickrig oder zu klein wirkt. Und das Schöne bei einer Uhr, die ohne Band nur 73 Gramm wiegt, ist natürlich, dass sie wirklich leicht ist und auch am Arm nicht weiter auffällt. Das Gehäuse ist wie bei allen U-Modellen aus U-Boot-Stahl. Es ist gesandstrahlt und hat damit den herrlich technisch matten Glanz. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen,
Ich war überrascht, als ich die Uhr mal wieder in Händen hatte, wie wohlproportioniert sie doch im Grunde ist, trotz der technisch auseinanderlaufenden Maße. Die Uhr gibt es nicht mehr bei Sinn zu kaufen. Sie ist aus dem Programm genommen worden, was ich persönlich sehr schade finde, sowohl in der hier gezeigten limitierten blauen Variante als auch in den Standardvarianten. Die weiße Variante war ja sowieso schon limitiert und nicht mehr erhältlich. Ich zeige euch hier die verschiedenen Varianten der Uhr. Keine davon ist bei Sinn mehr neu erhältlich. Wer also eine solche Uhr haben möchte, der muss dann gegebenenfalls auf die Suche gehen. Was ich sehr bedauerlich finde, ist die Tatsache, dass es auch die 18 mm Silikonbänder bei Sinn nicht mehr nachzukaufen gibt. Und wer eine Uhr ohne Stahlband findet und kauft, wird auch kein Stahlband mehr zu der Uhr finden, sodass wer auch immer hier auf die Suche geht, darauf achten sollte, genau das Set zu bekommen, was ihm gefällt und zusagt. Die Lünette dreht und rastet wie bei allen U-Modellen gut und sicher. Ist auch mit Handschuhen, wie ihr gesehen habt, gut zu bedienen. Die Indizes sind wie bei allen U-Modellen aufgedruckt, mit Leuchtfarbe belegt und ob und wie sie leuchten, das werde ich euch gleich in einem Nightshot zeigen. So, dann schauen wir uns die Uhr einmal bei Nacht an. Zuerst machen wir das erste Videolicht aus. Dann machen wir das zweite Videolicht aus. Und hier haben wir die Uhr bei Nacht. Wie zu erwarten, ist die Uhr wirklich gut ablesbar aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und auch aus der Nähe ergeben sich aus meiner Sicht keine Schwachstellen. Die Zeiger sind wie bei der U2 als Schwerzeiger. Nicht wie bei der U1 als etwas eckige Zeiger ausgelegt. Ich finde es persönlich sehr schade, dass diese außergewöhnliche Uhr bei Sinn aus dem Programm genommen wurde. Außergewöhnlich sowohl was die Proportionen und Maße als auch die Leistungsfähigkeit betrifft. Mich würde sehr interessieren, was ihr von der Uhr denkt, was ihr davon haltet. Schreibt es doch bitte in die Kommentare rein, denn vielleicht gibt es ja Pläne bei Sinn, einen Nachfolger zu machen oder eine ähnlich kleine, kompakte Taucheruhr. Ich fände es klasse und vielleicht können wir so ein bisschen was bei Sinn anstoßen. Falls noch nicht geschehen, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, dann halte ich euch auf dem Laufenden, sollte es zu dieser Uhr auch mal einen Nachfolger geben. Bis dahin, tschüss, euer Axel.